We have to mention that this is not the easiest venue, so every fish is counting here. And looks like you caught a very special one, huh? Yeah, real nice one. Schon wieder ein Fotoshooting, heute nicht ganz so interessant. Ja. So you're still in Carinthia and far behind time. Is it rude if I say I haven't expected something else? Das war jetzt Ellen. Wir kriegen heute Besuch von den Nash Boys. Die drehen hier mit uns. Die wollten eigentlich um 18 Uhr hier sein, planmäßig. Wir fahren aber jetzt erst in Kärnten los und es ist schon 11 Uhr. Ich glaube, die werden wohl eher so mitten in der Nacht ankommen und haben dann nur den Anspruch, einen dicken Fisch zu fangen. Easy. Morgen, Volker. Moin. Wie geht's? Kurz geschlafen. Kurz, ne? Ja. Also man muss dazu sagen, unsere Gäste, die sind natürlich sehr speziell, was das angeht. Das sind Menschen, die brauchen keinen Schlaf und sind immer auf Achse. Ganz anders als der Volker. Gehen wir sie doch mal besuchen. Es ist kein kleines, aber dafür ein sehr launisches Gewässer, an dem wir hier angeln. Man weiß auch gar nicht genau, was hier rumschwimmt. Also ich will dieses Gewässer nicht schützen, weil es irgendwie ein Big Fish Lake ist oder der mega Geheimtipp mit großen Fischen. Es ist ein ganz, ganz wildes Gewässer und hier angelt eigentlich so gut wie gar keiner. Wir möchten das halt nicht breittreten, weil viele denken, nur weil wir hier angeln, wäre es super toll und die mega Fische drin, aber das ist nicht so. Wir möchten es einfach erkunden, das Gewässer, in Ruhe hier angeln, die Natur genießen. Ich meine, die Kulisse, die Soundkulisse hier ist so unfassbar schön. Wir möchten das uns und den wenigen anderen Anglern, die hier sind, nicht kaputt machen. Es gibt viele solche Gewässer in Deutschland, aber man muss halt auch willens sein, dort zu angeln, ohne zu wissen, was genau einen erwartet. Und deswegen wollen wir hier niemanden auf irgendeine Fährte locken. Ich denke, das ist auch verständlich. Ich versuche deswegen definitiv keinerlei verfängliche Bilder zu zeigen. Deswegen werde ich viele nahe Aufnahmen machen. Ich will euch einfach dabei haben. Ein bisschen teilhaben lassen, so am Super Carpi hier. Am Geschehen bei uns. Mich einfach up to date halten. Und bevor ich dann zu viel zeige, zeige ich von gewissen Dingen doch lieber etwas weniger. Aber jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, unsere Gäste haben was gefangen. Look at him! Good morning, bro. I'm just looking for the first rays of sun. This is my spot. I'm gonna dry some garms. I caught one. You got one? Yes! Yes! I'm happy for you. That's so good. Yeah, it's really good. It's really, really good. It's a good one. Yeah. He's over 30 pounds, so... Yes! Yeah. Six. But he's white. He's what? He's white. No, a ghosty. He's a ghosty, man. No. Yeah. So, yeah, in the shallow water, a meter and a half maybe. Nothing on the deep water rod. But I'm getting lots of liners, Mark. I don't know what spawned, something spawned, but down to my left-hand margin, they're in there eating the eggs. Like, really, like, if I cast I switched over to a chod rig, cast it down there, the liners are just too relentless, so I've just left them alone to munch the eggs, but yeah, I've got one. Ellen hat einen gefangen. Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Es ist nicht einfach heute. Wir sind so mitten in der Laichzeit. Vielleicht sind ein paar Fische schon durch, aber ja, es war die letzten Wochen. Volker hatte eigentlich ganz gute Ergebnisse die letzten Wochen, ganz okay. Aber heute Nacht war gar nichts bei uns. Und wir sind jetzt mega happy, dass Ellen einen gefangen hat, denn oh, an diesem Gewässer ist wirklich jeder Fisch Gold wert. Ellen. We have to mention that this is not the easiest venue, so every fish is counting here. And looks like you caught a very special one, huh? Yeah,
Real nice one. I feel so happy for you. Man. I'm even more happy if you catch one than if we caught one. So that's very kind of you. Really. That's a good host. I feel really good about this. Let me make you a coffee to say thank you. Yes. Yes. Definitely. That's what I came for. To be honest. Ellen, I mean, do you have anything without scope on it? Try not to. Do love it. Breakfast. Guess time. What? Guess what? Have one? Nice one? A ghostie. Nice. They are down this margin. They have been all night. Yeah, yeah. Morning, brother. How are you doing? Right? Yeah, really good, man. Yeah, it's a lovely, lovely place. Thank you for bringing us here, man. You're welcome. You're very welcome. Really beautiful. It's so quiet. Yeah, it is. It's a dream. The dream indeed. Living the dream. Living the dream. So it was somewhat of a special surprise, this incredible ghostly common. Bro! Absolut kranke Nummer, mega geiler Fisch. Gibt's natürlich nur bei Eurobanks zu sehen, Eurobanks 4. Wir zeigen ihn jetzt nicht hier im Vlog. Nein, nein, nein. Wir wollen euch heiß machen, aber nichts vorne wegnehmen. Wow, richtig geile Nummer. Und jetzt geht's weiter zum nächsten Wasser. Die Jungs wollen ja auch was erleben, was sehen von Deutschland. Und jetzt wird gestalkt. Also ich habe ja keine Ahnung, inwiefern man das auf den Videos von den Jungs nachher sieht. Aber was hier abgeht, ist halt nicht mehr normal. Ihr erinnert euch an die Keep the Spirit Produktion. Da haben wir uns über unser volles Auto beschwert. Es ist ein Scheißdreck dagegen, was die Jungs hier abziehen. Es ist der absolute Wahnsinn. Bro, this is insane. There's more to go in still. Und er ist noch lange nicht fertig, sagt er. Der absolute Wahnsinn. Ich bewundere die Jungs für die Energie, die die haben, das durchzuziehen. Das zeigt wirklich Hingabe und eine Vision von dem Ganzen. Weil das kannst du nicht durchziehen, wenn du dann nicht wirklich Bock drauf hast und nicht das große Ganze im Auge hast. Also dafür Hut ab an die Nash-Jungs und vor allem der Alan und auch der Olli. Was ist denn mit meinem Autofokus? Auf jeden Fall der Alan und der Olli, beide so geile Jungs, so authentisch, so ehrlich, so auf dem Boden geblieben und so unfassbar angelverrückt, wirklich so unfassbar angelverrückt. Absolut cool, absolut genial. Fette Props an die Boys.